Hallo, hier ist Naruto 1986. Herzlich willkommen zu Assassin's Creed Odyssey zu Part 335. Jetzt machen wir da weiter, wo wir auch aufgehört haben. Mit diesem Kultistenschweinehund da. Und ja, und das ist das Miezekätzchen da hinten dran. Ich gucke mal, ob ich das Miezekätzchen als erstes auslöschen kann. Vielleicht auch ihn, ich weiß es nicht. Ja, okay, das wäre jetzt gerade eine schlechte Idee gewesen. Dann da gehen wir mal lieber doch hier rüber. So, dann probieren wir es mal aus, ob wir den da so ein paar Mal drin erwischen. Den kleinen Hundekopf. So. Okay. Das hat wahrscheinlich wohl nichts gebracht gegen den Penner. Na egal, bringt er. Macht ja nicht. Uiuiui. Dafür ist wenigstens sein dreckiges Katzenvieh wenigstens erstmal ausgeschalten. Dafür kann mir sein dreckiges Katzenvieh mir schon mal erstmal keinen Schaden mehr machen. Das finde ich gut. Dass mir sein Viech wenigstens keinen Schaden mehr machen kann. Kann ich hier vorne die Statue helfen? Okay. So, mal gucken, ob... Bisschen Rückzugstaktik dabei, aber... Ja, komm. Du wagst es dem Willen des Kosmos. Mein Name ist Polem. Mir gebührt die Ehre, dich zu töten. Ach, wirklich, gebührt wirklich die Ehre hier. Seit wann? Seit wann gebührt dir bei irgendwas die Ehre? So. Du wagst es dem Bild des Kosmos, Ross. Mein Name ist Polenta. Mir gebührt die Ehre, dich zu töten. Schön für dich, Polenta. Kannst du eigentlich auch immer was an. Oh oh. Da kommt er mir hochgeklärt gerade. Danke. Haben wir da hinten? Aha! Wo ist dieser Polenta? Ist der da oben oder was jetzt wieder? Was macht denn der da oben? Glaub mir, ich schwack mir alles, deswegen. Wow. Ja. Warum löscht du dich nicht, du Zigeuner? Niemand darf mich sehen. So, neuer Versuch jetzt aber. Wirklich, alle guten Dinge sind drei dafür gerade eben. Aber ernsthaft, das nervt jetzt wirklich, ey. Ja, geh doch darüber, Alter. Du sollst nicht auf das Ding gehen. Du sollst hier rüber gehen. Meine Fresse, Alter. Hör auf, dauernd hier immer hin und her zu klettern.
So. Du wagst es dem Willen des Kosmos zu trotzen. In dem Sinn ja. Bin ich Richtung Rendell jetzt rum? Ab, du Drecksfische. Ich hasse diesen seinen Drecksviech wirklich, Alter. Ich hasse es, wenn die Viecher sich so an. Ich hasse es einfach nur, wenn die Mist von einfach von hinten sich so festkrallen, von hinten auf dem Rücken hin. Das ich hab, sicher gut auf. Alex, du halt den Mund einfach. Ich finde es einfach beschissen, sowas, wenn diese Drecksviecher sowas machen, die sich von hinten ankrallen. Ich hasse es einfach nur. Nein, Junge. Auf mit der Scheiße. Ja, geh doch hoch, Junge, und geh nicht auf den Knien, Alter. Willst du mich verarschen, Alter? Meine Güte, hör auf jetzt. Hallo, Mann, oh Mann. So. Okay. Komm schon, streck dein Köpfchen hier raus, mein Freund. Ja. Ihr mich auch. Ihr könnt mich mal. Ich bin weg. Da. Los, mit dir. Und rüber. Perfekt. Dann mache ich es auf langsame Art und gehe jetzt dann und versuche nicht nur so voranzupreschen wie die ganze Zeit hier auch, weil das bringt mir ja sonst gar nichts. Aber solange, wenn es dann soweit ist, mit den Pennern da, was die hier gerade am Suchen sind und so, gehe ich erstmal kurz aufs Inventar. Ja, danke. Stell mir hier erstmal. Ich stelle mir jetzt mal ins ganze Sache her.
Aha. Perfekt, von allem anderen habe ich genug. Reicht alles erstmal. Und let go. Und okay. Ja, ich finde blöd, dass du bei so einer Art Angriff dann da immer Adrenalin drauf geht. Alter Vater. Das ist einfach nervend gerade bei sowas. Okay. Ja! Ich frage mich mal, wäre. Selber schuld, Junge. Wenn du nicht darauf und nicht das machst, was du sollst, dann bist du selber schuld, Junge. Dann verarsch mich auch nicht, okay? Dann brauchst du dich nicht mal, wenn du eine gescheut kriegst von mir. Ich hab jetzt den Trigger gemeint. Wenn er denkt, er muss nicht starten, dann. Tut es mir echt leid, Alter. Feuer nehme ich auch schön. Ja, komm. Nerv mich nicht. Ja, der Schuss war neben dem Penner. Kleiner Kosmos-Penner da. Ja. Mal gucken, ob er ein bisschen Brandschaden ist. Mal. Geh doch runter. So. Na also, Leben tankt wieder auf. So. 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 So.
So, dann bist du schon mal gleich. Ja. Das langt nämlich jetzt, das hast du nämlich hier schon mal erledigt. Das langt mir nämlich jetzt. Das mit dem Vieh interessiert, langt das nämlich jetzt. Du wagst den Willen, ja, natürlich wag ich es, das hast du geglaubt. Ja, klebt doch nicht da an der Wand dran, Alter. Ich hasse es, wenn er so eine Scheiße macht mit mir, Alter, wirklich. Mhm. So, das heißt, ich gehe jetzt erstmal hier nach oben wieder. Hm. So. Das heißt dann erstmal so. Oh ja, Alter, wenn er nicht auch nicht immer hier rumflitzen würde wie ein Zigeuner. Oh Junge, jetzt bleib doch mal stehen und renn hier nicht dauernd rum, du Ochse. Mhm. Okay. Alter, der rennt hier rum wie ein Vollhorst, Alter. Aufhören würde, hier so rumzurennen, der Penner. Junge, jetzt bleib doch einmal sitzen, Alter. Hör doch mal auf, dauernd hier rumzurennen. So. Du wagst es dem Willen des Kosmos. Naja, natürlich wag ich das hier. Was hast du denn gesagt? Das glaube ich ja nicht, mein Freund. Das glaube ich mal eher nicht so. Sozusagen glaube ich das jetzt nicht. Dass du das gerne machst. Was du sowas machst.
So. Ja. Du wagst dem Willen des Kosmos. Ja, leider wage ich das schon, mein Freund. Leider wage ich das. Okay, ich glaube, so bekomme ich den. Wenn ich den jetzt kann mal so mit dem Ding angreifen, kriege ich den wahrscheinlich. Ach, wirklich Polenta. Ach, Polenta, bist du dir wirklich so sicher? So. Tja, der Schuss genau, der neben Polenta. Schön für dich, Polenta. Was geht ab, Polenta? Oh Gott, Polenta, was geht bei dir denn ab? Oh yeah. Komm schon. So. Ach, wirklich, Polenta, du musst sterben, ja? Hier ist nichts. Okay. Ja, ich wag alles, glaub mir, ich wag mir alles hier. So, ich warte, bis man auf den vollkommenen Attentat ausführen kann, weil sonst bringt mir das jetzt gerade nichts hier. Auf die anderen will ich kein Attentat, ich will nur auf den Typen Attentat haben. Da ist es dann nicht mehr so viel braucht bei dem Penner. Ja, Junge, kann ich mal auf dich ein Attentat machen mal wieder? Mal zu diesen Attentatsbeiden kommen. Oh ja, klar. Fast hätte ich ihn gehabt, ey. Wäre der Attentatsbeiden gleich gekommen, dann hätte ich ihn gleich gehabt. Aber ich muss erst mal warten, bis der Penner hier gleich wieder rauskommt, hier davon. Das ist wieder auf ihn anzeigt, dass ich dann einen Attentatsbalken Attentat machen kann, meine ich. So, warte. Also. So. Na, warte. Als
Ernsthaft, jetzt kommt er wieder raus oder was? Och komm. Finde ich jetzt gerade nicht witzig hier, Leute. Das finde ich jetzt gerade. Nein! Manchmal finde ich das echt bescheuert gerade. Ja, ich habe wieder die Hälfte von dem von seinem Balken hier wieder weg. Ich habe die Hälfte von seinem blöden Balken wieder weg hier. Na also, das heißt, noch einmal kurz hier noch umklettern, weil die Hälfte seines Beins habe ich jetzt schon wieder weg. Brauche ich nochmal so einen Attentat und habe ich nochmal die Hälfte des Balkens weg. Wo rennt der jetzt schon wieder rum? Und so bekomme ich dann auch endlich diesen kleinen Hundekopf hier. So. Nee, ich brauch den. Komm schon. Den hier. Nein! Genau das ist das, was mich so aufregt, gerade an dem, wenn er gleich noch ein zweiter Sprung macht damit. Ach komm, nerv mich jetzt nicht, Junge. Ja, du siehst mich aber nicht mehr lange, mein Freund. Das ist wieder kurz. Hey, der hat sich jetzt nicht schon wieder geheilt. Sag jetzt nicht, dass dieser Hundekopf sich geheilt hat gerade eben. Nach dieser Aktion. Du wartest dem Willen des Kosmos. Ja, beweg doch deinen Hintern jetzt, Junge. Alter. Na also. Das ist jetzt kein. Ja! Och, du verdammter Penner! Warum kannst du gar nicht klettern, Alter? Bist du bescheuert, Junge? Anscheinend bist du bescheuert, sonst würdest du auch hochklettern, Alter. Meine Güte, Alter. So ein Hundekopf, Alter. Ja, komm, du kannst mich mal, Polenta. Ernsthaft, Alter, du kannst mich mal. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Junge, sag das nicht dauernd. Du nervst mich langsam auf mit deinem Mist hier. Du sollst dich hier nicht erwischen lassen. Kannst du mal aufhören mit dem Scheiß, das jedes Mal zu sagen? Diesen blöden Wortsatz. Das nervt langsam. Leute. Das ist jetzt auf alle Fälle der letzte Part für heute. Und. Ja. So. Leider, Freunde, das ist jetzt ein letzter Part für heute. Und wir sehen uns dann morgen dann wieder. So, warte. Hier, zack. Ach, bist du dir so sicher, ich nicht entkomme, mein Freund.
noch eine Sache. Oh ja, wie ist das? So. Gut, dann beenden wir jetzt hier den Part. Wir sehen uns im nächsten Part wieder, aber erst morgen. Gute Nacht, auf Wiedersehen. Das war's.